Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ländle Talk. Heute mit einem Thema, das nicht nur die Vorarlberger vermutlich interessieren wird, sondern ganz Österreich. Denn im Vorarlberg gibt es etwas ganz Besonderes, und zwar sicheres Vorarlberg. Es gibt nicht nur das Thema Corona, sondern es gibt auch andere Themen und vor allen Dingen andere Themen, die wir heute ansprechen wollen. Und ich begrüße recht herzlich den Geschäftsführer von sicheres Vorarlberg, Mario Amann. Herzlich willkommen. Ja, grüß Gott. Mario, wir haben ein umfangreiches Thema, also extrem viele Themen, die von euch betreut werden und von euch gemacht werden. Vielleicht gleich zu Beginn die Frage, was kann man sich unter sicheres Vorarlberg vorstellen? Also sicheres Vorarlberg ist die Unfallpräventionsstelle des Landes Vorarlberg. Wir bedienen alle Felder in der Unfallprävention in allen Lebensbereichen, also wirklich vom Kleinkind bis zum Senior. Seniorin, muss man dazu sagen, ja. Und in allen Lebensbereichen. Also sprich, da ist der Heim-Freizeitunfall genauso mit dabei wie der Sportunfall oder der Verkehrsunfall, zu dem Thema wir heute ja auch noch sprechen werden. Auf das kommen wir auf jeden Fall noch zum Sprechen. Was mich noch persönlich interessiert, ist nicht abgesprochen, so etwas wie sicheres Vorarlberg, was wir haben, wo du Geschäftsführer bist, gibt es das in den restlichen Bundesländern auch? Nein, also in dieser Art ist es einzigartig und das hat das Land Vorarlberg vor gut 25 Jahren gesehen, dass man das braucht und benötigt, dass das eine sinnvolle Geschichte ist und das hat man eingeführt. Gibt es nur in Vorarlberg in dieser Form. Es gibt andere Institutionen, die sich dem widmen, aber nicht in dieser Breite und dieser Tiefe. Okay. Und die Breite und die Tiefe, die wollen wir ein bisschen erörtern. Jetzt im Moment ist das große Thema Sehen und Gesehen werden. Der Winter steht vor der Tür, Dunkelheit bricht ein und vieles mehr. Und ich glaube, hier seid ihr ganz speziell unterwegs, damit man im Straßenverkehr gut sichtbar ist. Was unternimmt hier sicheres Vorarlberg zu diesem Thema? Also neben der klassischen Öffentlichkeitsarbeit, wie auch heute hier bei euch, sind es auch Programme, die wir durchführen, hauptsächlich an den Schulen. Da werden jedes Jahr ca. 2500 Kinder in der zweiten, dritten und vierten Klasse der Volksschule mit den Omnibussen in der Nacht hinausgefahren. Dann gibt es Eltern, die haben Reflektoren an oder auch keine. Und so können die Kinder selber miterleben, wie aus der Sicht des Busfahrers es ist, wenn die Eltern eben keinen Reflektor anhaben oder schon. Und man muss hier dazu sagen, vielleicht ist es schon bekannt, mit Reflektor bin ich einfach über 150 Meter schon sichtbar, ohne Reflektor vielleicht aus 20, 30 Meter. Und wenn man bedenkt, dass ein Anhalteweg bei 50 km/h ungefähr 40 Meter ist, kann man sich selber ausrechnen, dass es dann zu spät sein kann. Also ich habe selber die Erfahrung, Abendspaziergänge und dann mit Reflektoren, man fühlt sich ganz einfach sicherer. Vielleicht noch ganz kurz zu dieser Omnibus-Geschichte. Wir durften einmal ganz eine spannende Geschichte mit euch machen, der tote Winkel beim LKW, wo die Kinder selber erfahren durften, wo sie sehen, okay, er kann es nicht sehen. Ja, genau, der tote Winkel ist auch so eine Geschichte, die in der Schule durchgeführt wird, auch ungefähr mit 2500 Kindern pro Jahr, die wir hier durchschleusen. Und dort ist es so, dass die Kinder selber auf den Fahrersitz sitzen dürfen, in den Spiegel schauen, vorne über das Vorderfenster hinausschauen und die ganze Klasse sieht man nicht. Also die ist dann wirklich im toten Winkel versteckt, sage ich mal. Und wenn sie das selber erleben können, bleibt da viel mehr, als wenn ich da nur in einem Buch kritzle oder vielleicht male oder das von einem Referenten vorgetragen bekomme, wenn ich das selber spüre. Was bringen eigentlich die Winterdämmerungen für Gefahren mit sich? Ja, das menschliche Auge ist ja nicht unbedingt für die Dämmerung, für die Nacht gebaut. Also da haben wir es ganz schwer als Menschen, dass wir Objekte erfassen können, so erfassen können, wie sie auch sind. Und das ist eigentlich das größte Problem, dass da einfach die Sicht eingeschränkt ist. Und wenn dann noch jemand dunkel unterwegs ist, ist es natürlich umso schwieriger noch, das Ganze zu erfassen. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir uns dementsprechend hell kleiden. Das alleine kann schon sehr viel nützen, aber auch, dass wir dementsprechend Reflektoren oder Ähnliches anbringen, das dementsprechend dann leuchtet oder sichtbar macht. Und das kann natürlich gegensätzlich sein. Also ein Autofahrer ohne Licht ist genauso gefährdend unterwegs wie ein Fußgänger oder ein Radfahrer, der sich selber nicht sichtbar macht. Können wir zur Sichtbarkeit noch bei diesem Thema bleiben, vor allen Dingen für Kinder? Da gibt es Schutzwesten, da gibt es unterschiedliche Geschichten von euch. Kannst du uns das vielleicht kurz vorstellen, was so für Kinder ganz speziell wichtig ist? Also ganz bekannt sind ja die reflektierenden Westen.
Das hier ist eine Weste, die an den Kindergarten ausgegeben wird. Das bekommt jedes Kindergartenkind in Kooperation mit vielen Partnern, sieht man auch hier. Und diese gehört dann auch wirklich den Kindern und das sollten sie auch tragen, wenn sie zum Kindergarten kommen oder wieder heimgehen, beziehungsweise wenn sie mit dem Kindergarten unterwegs sind. Sie nehmen ja an, gratis. Gratis, ja, das wird gestellt. Okay. Dasselbe haben wir auch an den Schulen. Da bekommt auch jedes Schulkind, wenn es neu in die Schule kommt, eine Schulweste, damit es dementsprechend gut sichtbar unterwegs ist. Und ja, aber dann gibt es natürlich viele andere Möglichkeiten. Das hier ist unsere Eule, die wir hauptsächlich bei den Jugendlichen dann wieder gut anbringen können. Die kann man entweder an der Jacke festmachen, aber auch an der Tasche oder so. Nehmen auch gerne viele Erwachsene. Dann gibt es den Klassiker, den Reflektorstreifen. Der wird von uns an die Gemeinden verteilt. Die können Sie bei uns bestellen. Und das ist wirklich das Ding, was am meisten geht. Also da haben wir ungefähr 8.000 bis 10.000 Stück, die jährlich verteilt werden und ausgegeben. Kann ich gut mitnehmen, einstecken. Und was hier wirklich das Besondere ist, ist sehr einfach zu benutzen, passt um jeden Fuß und idealerweise immer unter dem Knie, weil einfach der Lichtkegel nach unten zeigt und somit bin ich immer sichtbar, wenn es da unten fixiert ist. Ich hoffe, unsere Kamera konnte das einfangen. Ich finde das sehr wichtig. Also das heißt, am besten unter dem Knie anzubringen. Wie ist es beim Arm? Also der Arm ist besser als nichts. Okay. Also jeder Reflektorstreifen oder etwas, wo ich mich sichtbar mache, ist besser als nichts. Idealfall ist hier unter dem Knie. Okay. Und am besten natürlich beide Beine, weil wenn ich jetzt zum Beispiel beim Zebrastreifen stehe, das Auto kommt jetzt von der linken Seite, sieht das natürlich den Reflektor auf der rechten Seite nicht. Darum idealerweise zwei Reflektoren. Das kann man auch sehr gut selber testen, wenn man mal zwei Reflektoren kauft. Sie kosten ungefähr 1 Euro. Vielleicht gibt es auch auf der Gemeinde diesen gratis. Mhm. Und dann mit diesen auch eine dunkle Strecke geht. Bei uns ist das Ried und dann kommt ein Auto oder ein Traktor. Und wenn ich den Reflektor anhabe, der wird schon nach 100 Meter, bevor er bei mir ist, wird er langsamer machen. Der wird aufleuchten. Ja. Das ist wirklich spürbar, dass die Lenker einen bemerken. Darf ich hier kurz einhängen, dass unsere Zuseher sicherlich interessieren wird. Also diese ganzen Artikel kann man bei euch auf der Homepage finden? Auch, unter anderem. Aber es gibt natürlich noch viele andere Tipps bei uns auf der Homepage unter sicheresfradelberg.at. Und was man auch kann, ist bei uns jederzeit anzurufen, eine Mail zu schreiben, wenn man Fragen hat, technische Fragen oder sonstige Verständnisfragen, sind wir natürlich da die richtige Stelle, um nachzufragen. Darf ich bei den Kindern bleiben? Hier gibt es eine ganz tolle Geschichte, die ihr ins Leben gerufen habt und auch schon einen Preis gewonnen habt mit dieser Idee. Vielleicht kannst du unseren Zusehern diese Idee und diese Geschichte kurz vorstellen. Also neben dem Sehen und Gesehen werden hatte die Projektleiterin die Idee, den Reflektor-Champion zu machen. Und da ist es so, dass die Kinder in der Schule miteinander dieses Plakat mit Sticker füllen müssen oder dürfen. Okay. Und jedes Kind, das mit der Reflektorweste in die Schule kommt und dann auch wieder nach Hause geht, aber nicht mit dem Bus, sondern zu Fuß, also es ist ja auch nur ein Bewegungsförderungsinstrument, darf selber einen Pickel aufgeben. Und so ist es eine Idee gewesen, dass wirklich die ganze Klasse gemeinsam diesen Weg zurücklegt. Das sind ungefähr 250 Sticker. Wenn das Plakat voll ist, wird dann noch die Schule hinaufgeschrieben, bei uns eingeschickt. Die Schüler bekommen dann alle einen Reflektor-Champion-Medaille. Super. Umgehängt, das ist natürlich sehr viel wert. Ja. Und eine Klasse wird dann noch ausgewählt, wo einen besonderen Preis bekommt. Und jetzt war es so, dass wir im heurigen Jahr 2021 den Verkehrserziehungspreis, den österreichischen Verkehrserziehungspreis, den ersten Platz belegen durften mit dieser Idee. Und das Besondere daran ist, es ist eine Idee mit Wirkung, kostet aber wenig. Gerade in heutigen Zeiten, man hat schnell mal eine gute Idee, aber kostet meistens sehr viel. Und da ist wirklich sehr viel erreicht mit minimalem, sage ich mal, Ressourcenaufwand. Eine super Idee. Ich darf vielleicht den Zusehern kurz erklären, warum wir per Du sind. Wir kennen uns schon viele Jahre und ich glaube, es wäre für uns relativ schwierig, per Sie zu sein. Ich weiß auch, wie aktiv und wie du mit Herzblut bei dieser Geschichte mit dabei bist. Wie lange bist du eigentlich jetzt schon Geschäftsführer? Geschäftsführer bin ich jetzt das 5. Jahr und davor war ich 5 Jahre als Projektleiter.
tätig, hauptsächlich im Bereich Sport. Und es macht jeden Tag Freude, hier arbeiten zu dürfen. Jetzt haben wir das Thema Sichtbarkeit gehabt und es kommen ja noch viele Themen auf uns zu jetzt in dieser Zeit. Aber vielleicht noch eine Frage, es gibt keine konkreten Zahlen von den Unfällen im Sommer und im Winter, aber es gibt einen Ansatz, dass es doch einiges mehr im Winter sind an Unfällen in diese Richtung. Ganz genaue Zahlen, ja, wie du es sagst, gibt es nicht. Aber es ist so, dass ungefähr ein Drittel aller Unfälle bei Dämmerung und in der Nacht passiert. Jetzt sagt man, okay, das ist ja weniger, wie die anderen zwei Drittel bleiben, ja. Aber es ist natürlich auch viel weniger Mobilität zur Dämmerung und Nachtzeit über das ganze Jahr gesehen. Daher im Verhältnis passiert schon sehr viel. Und daher ist es auch unbedingt notwendig, dass man hier auch gut hinschaut und sich dann dementsprechend sichtbar macht. Jetzt eine ganz allgemeine Frage mit vermutlich tausenden Antwortmöglichkeiten. Aber jetzt steht der Winter vor der Tür. Wir in Vorarlberg spüren es schon in den Bergen, ist Schnee und so weiter. Was sollte man unbedingt vor dem Winter unternehmen in unterschiedlichen Bereichen? Sprich in Aktivitäten, ob Sodeln, Skifahren, etc. sind oder auch Sicherheitsfaktoren auf der Straße. Was ist jetzt vor dem Winter zu empfehlen für die Zuseher? Was sollte man tun? Also etwas, was über alle Bereiche gilt, ist, dass das Material passt. Wenn ich ein Autofahrer bin, ein Pkw-Fahrer, dann muss ich einfach schauen, dass der Pkw dementsprechend ausgerüstet ist. Ob das die Winterreifen sind, ob das das Licht ist, das dementsprechend immer sauber sein sollte und auch passen sollte. Wenn ich eine Brille benutze, dann bitte im Winter auch und auch bei der Dunkelheit, weil gerade dann brauche ich es natürlich noch mehr. Im Sportbereich ist es natürlich sehr, sehr vielfältig und ich denke, das Wichtigste ist, dass hier die Vorbereitung stimmt. Wenn ich eine Skitour oder mehrere Skitouren machen möchte, muss ich mich auch körperlich darauf vorbereiten. Und wenn ich körperlich nicht so gut vorbereitet bin, ja, dann muss ich die Tour dementsprechend planen, wie es meine konditionellen Fähigkeiten zulassen. Das Gleiche gilt beim Rodeln. Also wenn ich Rodeln gehen möchte, dann schaue ich jetzt schon einmal, wie schaut es mit den Kufen aus, sind die noch top, ist der Rodel noch intakt, habe ich die Ausrüstung dazu und hier gibt es immer wieder Informationen auf unserer Homepage, auch andere bieten das an und sich hier vorab zu informieren macht auf jeden Fall Sinn und bei uns natürlich sehr gefragt sind die Abseits der Pistekurse, die waren auch heuer wieder im Nu leider schon ausgebucht, also hier leider keine gute Nachrichten für die, wo jetzt noch dazukommen möchten. Aber wir haben zum Beispiel Anfang Jänner, der erste Samstag im Jänner, den LVS-Tag. Da kann jeder kostenlos kommen und mit seinem LVS-Gerät kostenlos üben unter Anleitung der Bergrettung. Also das würde auch Sinn machen, hier solche Events zu besuchen. Darf ich das versuchen, in einem Satz zusammenzufassen? Also wichtig ist, das ganze Material zu kontrollieren, ob in allen Bereichen, im Sportbereich und auch, dass man sich körperlich darauf vorbereitet. Ich sehe eigentlich, ich bin jetzt schon älter, die größte Gefahr bei mir selber ist, der Kopf weiß, wie Skifahren geht, aber der Körper spielt so nicht mehr mit. Ist Selbstüberschätzung ein Thema? Ja. Auf jeden Fall. Also gerade wenn es um Verletzungen geht, ist die Selbstüberschätzung ein sehr großes Thema. Man hat dann oftmals die letzten Skiabfahrten im Kopf, wie gut das war und sowieso immer nur die besten vom letzten Jahr. Aber dass man dort auch hinarbeiten musste, vergisst man dann sehr schnell. Und meistens sind ja die Bedingungen Anfang des Jahres auch nicht so gut. Entweder hat es zu wenig Schnee oder zu viel und dann ist es weich. Die Bedingungen werden ja meistens mit dem Winter erst besser, wenn es noch kälter wird. Und da langsam zu starten, es zu genießen und dafür dann den ganzen Winter fahren zu können und nicht zu Hause zu liegen mit einem Kreuzbandriss oder Ähnlichem, macht, glaube ich, schon Sinn. Absolut. Ganze, ich glaube, ganz am Anfang wieder langsam einzusteigen, ergibt absolut Sinn. Eine persönliche Frage an dich, wenn du permanent mit diesem Thema beschäftigt bist, mit Sicherheit, kann ich davon ausgehen, dass du sicher unterwegs bist? Sicher nicht immer. Was mir bewusst worden ist, als ich war früher, du weißt es, selber Mountainbike-Profi, war als Zimmermann unterwegs, also lauter auch Berufe, die mit viel Risiko behaftet sind. Was ich gelernt habe, ist, dass ich nicht alles weiß. Und das macht einen doch wieder etwas vorsichtiger. Aber ich denke, mit einem gewissen Alter darf man auch ein bisschen mehr
Vorsicht walten lassen und das Ganze locker rangehen, aber es gibt mir auch Sicherheit. Also ich kann, weiß ganz genau, beim Skitouren, das und das werde ich nicht machen, aber andere Dinge kann ich sehr wohl machen, weil ich einfach hier abgesichert bin und das befreit einem eigentlich mehr. Ja, das führt mich schon fast zum Schluss, was dich befreit. Das heißt, du bekommst deinen Kopf auch frei und deine Energie ladest du vermutlich im Sport nach wie vor. Ja, also es ist nicht mehr so wie früher, dass es jetzt auf Medaillen oder um Plätze geht, Ranglisten. Es ist wirklich nur noch für mich und mit meiner Frau, mit meiner Familie entweder Skitouren zu gehen, jetzt wieder etwas mehr Mountainbiken, war eine Zeit lang gar nicht mehr der Fall. Und was mich auch sehr freut jedes Jahr ist, auf der Alpe bin ich immer wieder anzutreffen und helfe hier mit und Okay. Das gefällt mir, da kann ich abschalten. Das ist so die Burnout-Prophylaxe, die ich mache und die klappt bis jetzt wunderbar. Also du gewinnst beim Mountainbiken keine Medaille mehr, aber du kannst dir ja den Champion umhängen, weil du sicher unterwegs bist. Mario, es rennt uns leider die Zeit davon. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch und wir werden natürlich öfters mit dir auch zu diesen unterschiedlichen Themen immer wieder Talks machen. Gibt es zum Abschluss noch etwas, was du den Zusehern unbedingt mitgeben willst? Ja, ich denke, wir sind in einer verrückten Zeit. Das betrifft, glaube ich, alle hier, auch in Vorarlberg. Man darf sich hier einfach auch nicht, ja, ich sage jetzt mal gut vorarlbergerisch, nicht närrisch machen lassen. Wir haben da wunderbare Natur bei uns, die sollte man genießen, mal sich selber besinnen. Und ich denke, dann ist das andere auch nicht mehr so im Vordergrund. Und das Wichtige, das, wo einem wirklich am Herzen liegt, wenn man die eigenen Freunde um sich hat, die Familie, die Natur, mit sich selber zufrieden ist, dann glaube ich, können wir jetzt auch eine schöne Adventszeit erleben und das Leben wird weitergehen. Das wünsche ich dir und deiner Familie und alle Menschen, die dir wichtig sind. Und Ihnen, liebe Zuseher, kann ich vielleicht einen passenden Abschlusssatz sagen? Kommen Sie sicher durch den Tag, sicher durch die Woche, sicher durch den Monat und sicher durch den Winter und das Jahr. Ich hoffe, dieser Beitrag heute hat etwas dazu beigetragen, dass auch Ihr Leben etwas sicherer wird, dann hat diese Sendung ihren Zweck erfüllt. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren und schalten Sie doch bitte nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Ländle Talk.